einen Helge. Ich bin Anne-Karin. Ich heiße Anna. Und ich bin Thorsten. Start in Hamburg vor einer Woche. Ihr Ziel, die Partnerstadt Dresden. Das ist nicht kalt. Ihr Wunsch, viel erleben. Und herzlich willkommen in der alten Kammer Kirche. Eine Bedingung nur soll ihre Reise erfüllen. Immer an der Elbe entlang. Da konnten wir gut über die Elbtalaue rüberschauen. Und war natürlich Sehnsucht. Über den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub hatten sich die vier kennengelernt. Wenn Sie mitwollen, kommt ihr rüber. Blickede, Hitzacker, zwei Fährüberquerungen. Im ersten Teil schafften sie es bis Dömitz. Die Stadt an der Elbe ist die südlichste Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. 120 Kilometer von Hamburg entfernt. Die Geschichte von Dömitz ist alles andere als verschlafen. Seit dem 30-jährigen Krieg marodierten immer wieder Soldaten durch die strategisch wichtige Stadt. Selten waren die Bewohner vor Angriffen sicher. Kann ich nicht umziehen? Scheiße. Kann mir das nicht jemand abnehmen? Das Glück kommt von oben, ja? Ja. Und nicht reinnehmen. Boah. Anna im Glück. Die Aussichten auf so einen Treffer stehen 1 zu 1 Million. Das ist gar keine Sonnencreme. Was haben die mit mir gemacht? Zu DDR-Zeiten war Dömitz wegen der Nähe zur Elbe ein scharf bewachter Ort. Ja, hier ist schön. Gleich hinterm Deich kommen die Radfahrer an einem liebevoll restaurierten Fachwerkhaus vorbei, in dessen Anbau ein Mann arbeitet. So. Auf der Durchreise? Ja, von Hamburg. Von Hamburg, oh. Kenne ich mich auch aus. Wenn Sie Lust haben, zeige ich Ihnen meine Baustelle mal. Mhm. Gerne. Haben Sie Lust? Ja. Kommen Sie rein. Machen wir. Der Mann kommt selbst aus Hamburg. Wie im richtigen Leben. Gerd Jansen hat in Hamburg-Eimsbüttel einen der letzten traditionellen Tabak- und Pfeifenläden. Seine Familie stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hat sich nach der Wende einen lang gehegten Wunsch erfüllt, ein heruntergekommenes Fachwerkhaus mit den eigenen Händen wieder aufzubauen. Erst waren die Nachbarn skeptisch, sagt er, schon wieder ein Wessi, der nur investieren will. Aber sie haben erkannt, dass Gerd Jansen sich hier sein zukünftiges Zuhause aufbaut und den Ort bereichert. Besonders freut er sich, wenn er in der Umgebung mal wieder eine Entdeckung für sein Haus gemacht hat. Dann fahren wir nach Markkleeberg. Da ist der größte Trödelmarkt im Osten an sich. Und da sind Sachen, die haben wir im Westen alle schon in den 50er Jahren weggeschmissen. Die kann man da noch finden. Gerd Jansen folgt zwei Prinzipien. Nur gebrauchte Dinge kaufen und sich viel Zeit nehmen. Und wenn Sie so ein Haus fertig haben, was machen Sie dann? Wohnen drin? Ach, bloß nicht. Nie fertig werden? Nein. Das wäre langweilig, ne? Und das Schönste ist, am Wochenende, wenn es windstill ist und die Sonne scheint ein bisschen, dann setzen wir uns auf die Buhne und auf der Buhne frühstücken. Wunderbar. Mhm. Für ein Frühstück auf der Buhne bleibt den Radfahrern nicht die Zeit. Wie viele Kilometer fahren wir heute? So 70 oder? Um und bei. 80. Ja, würde ich auch eher 80. Schätzen. Oha. Heute gibt sich Dömitz friedlicher denn je. Das nächste Etappenziel heißt Rühstedt.
Es geht vorbei an den Resten der Eisenbahnbrücke, die als Kriegsdenkmal stehen blieb und schon öfter als Kulisse großer Spielfilme diente. Thorsten Heinrichs ist 29 Jahre alt und der Jüngste in der Gruppe. Der Hardware-Entwickler fährt ausschließlich Fahrrad und legt über 5000 Kilometer jährlich zurück. Anna Klink ist 31 Jahre alt und hat extra für die Tour trainiert. Die Bauingenieurin fährt mit, um den Kopf freizukriegen. Ihr Fahrrad ist ein 11-Kilo-Unikat und in einem Hamburger Familienunternehmen zusammengebaut worden. Das ist Bernd Streiter. Der Bildhauer wohnt bei Mödlich hinterm Deich, direkt am Elberadweg. Hallo. Hallo. Was sieht denn da Schönes? Mach dich wieder hübsch. Der ist schon ein bisschen angerostet. So guckt er auch. Das sollte eigentlich. Ganz böse. Nee, guckt der böse? Ich finde nicht. Boah. Naja. Hat ja auch eine strenge Aufgabe, würde ich mal so sagen. Aha. Die Sense deutet auf Tod hin, ne? Naja, wir sind ja auch am Fluss hier, nicht? Und da passt das hin. Das ist nämlich der Fährmann. Das ist der Fährmann, der die Seelen über den Styx fährt. Nicht? Das ist griechische Mythologie, meine ich. Dann haben wir jetzt aus der Elbe den Styx gemacht. Und aus dem schönen Wendland gegenüber das Reich der Schatten. Hoffentlich nehmen wir uns das nicht krumm. Seinen Humor erkennt man in seinen Skulpturen wieder. Sie stehen vor allem in den umliegenden Städten. Auf alle Fälle ist für mich die Landschaft eine Sache, die ich unendlich liebe. Schon seit meiner Kindheit, weil ich immer in Elbnähe aufgewachsen bin und mich da immer hingesehnt habe, wollte auch in der Nähe der Elbe wohnen. Inspirationsquelle, mein Gott, ich habe auch wunderbar in Leipzig gearbeitet oder in Berlin, wenn ich die dritte Brandmauer, also die Brandmauer im dritten Hinterhof angeguckt habe, ging das auch. Aber so komfortabel und schön wie hier klappt es natürlich in Berlin nicht und in Leipzig nicht. Urlaub mit dem Fahrrad. Das ist eine Leidenschaft von Anne-Karin Tamke. Ihre größte Strecke bisher von Hamburg nach Litauen. Allein. Mit anderen zu fahren ist neu für die Angestellte einer Hamburger Bank. Strampeln, um mehr von der Welt zu sehen, ist Helge Lemkes Überzeugung. Der Kaufmann und Weltreisende ist erst vor einem Jahr von einer Krebserkrankung genesen. Diese Tour ist seine Belohnung. Bei Lenzen steht einer der wenigen begehbaren und erhaltenen DDR-Wachtürme am Wegesrand. Wie kommt das eigentlich, dass ich... Den hat Helge als Kind noch nicht erlebt. Aber von hier oben erkennt er seine Elbe wieder. Sie hat sich nicht verändert seit den Ausflügen mit seinen Eltern vor mehr als 60 Jahren. Bis 52 konnte man hier gerade noch ran. Und da hat mein Vater, vielleicht nicht an dieser Stelle, das kann ich nicht nachvollziehen, an irgendeiner Stelle hat er die Kinder, also meine Schwester, Bruder und mich, vorne ans Wasser gestellt, sag ich mal, um ein Foto zu machen. Wir mussten dann so Steine werfen. Ne? Und in Wirklichkeit hat er dieses Foto benutzt als Erinnerung, wo man am besten eventuell über die Elbe kommen könnte, als Fluchtweg. Heute ist Helge froh, dass seine Eltern damals die Flucht über Berlin gewählt hatten und sie nicht durch die starke Strömung auf die andere Seite schwimmen mussten. Nicht immer sind die Fahrradwege asphaltiert. Als Vielfahrer weiß Thorsten, was er seinem Zweirad schuldig ist. 40 Kilometer liegen heute noch vor ihnen. Buttermilch mit Zwieback ist auch ganz gut. Oh, kannst du richtig rein. Nee, danke. Danke. Nee? Da ist noch ein dickes Polster unter. Aber nicht, dass ihr mir das hinterher als Fahrradreparatur verkauft, ja? Das will ich nicht hören. Ihr Ziel kündigt sich lange vorher an. Rühstedt. Thank you.
Hier bezieht der Storchenranger mit seinen Gästen einen Beobachtungsposten. Fühlt sich ein bisschen gestört hier, oder? Fühlt sich von uns gestört. Sagt Bescheid, also nicht so laut, so ungefähr nach dem Motto, ich will hier meine Ruhe haben. Mit 32 Storchenpaaren und 54 Jungstörchen ist Rühstedt die deutsche Hauptstadt der Störche, sagt Jürgen Herper. Störche haben also eigentlich schon die Gleichberechtigung erfunden. Das ist nicht alles schwarz, alles Schwarzer, für mich sind es die Störche. Weil sie teilen sich ganz akribisch den Brutablauf, sie wechseln sich ab und auch bei der Fütterung. Auf diese Wachablösung im Horst haben die vier eine Stunde gewartet. Die Jungtiere schwärmen Mitte August aus, ohne die Alten. Die Alttiere holen sie ein, weil sie fliegen 10 Tage später, ziehen wesentlich zügiger als die Jungen. Die holen sie in der Regel in der Türkei oder in Spanien ein und dann ziehen sie gemeinsam weiter. Aber nicht mehr als Familie. Die Familie löst sich damit auf, wenn die Jungtiere aus dem Nest fliegen. Natürlich hat der Storchenvater auch eine Antwort darauf, warum die Störche die Kinder bringen. Die Störche kommen immer im März, April, Mai zurück. In der Zeit sind vor Jahrhunderten bis in die 20er, 30er Jahre dieses Jahrhunderts im Frühjahr die meisten Kinder geboren. Warum? Die Ernte ist abgeschlossen im August, die Getreideernte. Die Kartoffelernte ist noch nicht ran. Die Jungbauern und die Jungbäuerinnen haben Zeit gehabt zum Kuscheln. Und deshalb werden im Frühjahr die meisten Kinder geboren. Wie das in Japan, in China oder in Asien funktioniert, ob da die gleichen Erklärungen wirken, weiß ich nicht. Jedenfalls glaubt man dort auch daran, dass die Störche die Kinder bringen. Überall auf der Welt. Vor allem hier im ostdeutschen Bereich wird die Natur am Flussufer belassen, wie sie ist. Das macht den Elbe-Radweg laut ADFC zu einer der beliebtesten Radwandertouren in Deutschland. Die Elbe hat eine Länge von 1094 Kilometern. Auf deutsches Gebiet bezogen ist sie der drittlängste Fluss nach Rhein und Weser. Vorgestern. Ja. Und wo geht's heute hin? Ja. Dankeschön. Halt nicht so viel. Oh, Mist, sind das nur die Krümel? Entschuldigung. Das passt alles, wunderbar. Wir sind ja grob Richtung Prag. Also fahren wir erst nach Dresden, machen wir 2 Tage Pause. Magdeburg. In Magdeburg auch schon? Magdeburg und Dresden 2 Tage Pause jeweils. Dann fahren wir grob Richtung Prag. Prag. Aber komischerweise kein Storch mehr, ne? Doch. Oh, ja? im hohen Gras hier. Ja. Überall. Keinen mehr gesehen. Ich habe gerade gesagt zu meiner Frau, gestern war sie Störche und heute fast nichts mehr. Nein, in dem hohen Gras hier sind sie drin. Wir machen uns ab. Ihr Lieben, ahoi. Wir sehen uns aber gleich wieder. Viel Spaß. Ja, danke, gleichfalls. Gute Fahrt. Tschüss. Tschüss. Ahoi. Vielleicht bis heute Abend. Jo, ciao. Die Elbe-Landschaft ist so schön. Da muss man mit dem Fahrrad fahren. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mehrere Tage brauche zum Abschalten, aber das ging innerhalb von 2-3 Tagen. Die Strecken sind schon schön so. Also sie sind auch deutlich besser befahrbar, als ich gedacht hätte. Wenn ich alleine fahre, dann komme ich noch mehr so ins Träumen, in dieses, vielleicht so eine Art Meditieren. Und jetzt ist aber auch der Austausch in der Gruppe ist auch sehr schön. Havelberg. Heute eine kleine Stadt mit nur 7000 Einwohnern, aber mit bewegter Geschichte. Eine der schillerndsten war die Begegnung zwischen Zar Peter dem Großen und Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 1716. Es wurden Gastgeschenke ausgetauscht. Preußen übergab das berühmte Bernsteinzimmer und erhielt dafür Soldaten, die sogenannten Langen Kerls.
Auf dem Weg nach Tangermünde wollen die Radfahrer wieder mal die Seite wechseln. So, dann die Fahrräder bitte. Ab Sandau sind die meisten Fähren ohne Motor im Einsatz. Seit 12 Jahren ist Dirk Jonas Kapitän einer Gierfähre. Sie hängt an einem langen Seil, das von sogenannten Schwimmern über Wasser gehalten wird. Jonas dreht vor der Abfahrt sein Fahrzeug so zur Elbe, dass die Strömung es auf die andere Seite treibt, was man Gieren nennt. Das ist ja völlig lautlos, man hat kein Motorengeräusch und das ist schon nicht schlecht. Abends den Sonnenuntergang kann man genießen, morgens die Sonne geht auf hier drüben, das ist schon okay. So, jetzt sind wir gleich da. An dieser Stelle ist die Elbe 180 Meter breit. Die Überfahrt dauert 5 Minuten. Das nächste Ziel ist Arneburg. Arneburg ist eine der ältesten Städte in der Mark Brandenburg. Vor rund 1000 Jahren diente sie sogar als Festungsstadt mehrerer Kaiser, darunter Heinrich I. und Otto III. Diese Maschine heißt Duo 4-1. Ihr Besitzer ist Herbert Zellmer. Das sieht ja toll aus. Für zwei Personen? Ja. Ist eigentlich gedacht für Kriegsversehrte. Oh. Im Zweiten Weltkrieg ein Bein verloren hatten. Ja. Für die wurde es gebaut. Also als Krankenfahrstuhl. Aber das Ding ist nicht so alt, ist wahrscheinlich neuer, ne? Baujahr 1977. Wow, stark. Kann ich vielleicht mit Ihnen ein Stück mitfahren? Ach, natürlich. Ja, wenn ich die Möglichkeit bekommen könnte. Schon als Kind war Anna immer die Erste im Autoscooter. Und so bekommt sie jetzt eine besondere Gratis-Stadtrundfahrt. Arneburg wurde schon im Jahr 984 als Stadt erwähnt. Nach einem Brand 1767 bauten die Bewohner sie wieder auf. Da sie damals kein Baumaterial hatten, verwendeten sie dafür die Steine ihrer kaiserlichen Burg. Heute sind die Arneburger stolz darauf, dass ihre Stadt den historischen Charakter bewahren konnte. Arneburg scheint über der Elbe zu schweben. Das macht die kleine Stadt heute zu einem attraktiven Ausflugsziel. 10 Kilometer südlich ist das Tagesziel erreicht, Tangermünde. Die Stadt ist jünger, aber bedeutender als die kleine Nachbarin Arneburg. Karl IV., römisch-deutscher Kaiser, wählte die Stadt ab 1373 als Zweitsitz neben Prag und wollte sie zur Hauptstadt der mittleren Provinzen machen. Nach einer Blütezeit als Hansestadt brannte Tangermünde im September 1617 vollständig ab. Die Schuld daran gab man der Waisen Grete Minde. Aus Rache für ein vorenthaltenes Erbe soll sie den Brand gelegt haben. 1619 wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das Rathaus blieb verschont und zählt heute zu den prächtigsten mittelalterlichen Backsteinbauten in Norddeutschland. Hallo. Ja? Da muss echt die Frage gestattet sein, wer verfolgt wen? Ja. Sonniges Wetter. Ja. Genau. Und denk dran, Spray. Ja. Spray für die Haare. Ja? Und? Regen und dann ja? Gut eingecremt? Ja, ja. Neu, man sieht schon ein bisschen gut, was. Er ist einer der letzten Schmiedemeister in der Gegend, Jörg Bügelsack. Ihr Weg führt direkt an der alten Schmiede vorbei. Eine so große Schmiede mitten in der Stadt gibt es nicht alle Tage zu sehen.
Jörg Bügelsack hat sie von seinem Vater übernommen. Er schmiedet für Restaurationen aller Art, Balkone und Treppen. Um über die Runden zu kommen, bietet er sein Können inzwischen bis nach Hamburg an, wo viel erhaltener Jugendstil seine Schmiedekunst erfordert. Zu DDR-Zeiten war der junge Meister auch noch als Pferdeschmied unterwegs. Ja, Hufeisenschmieden habe ich auch noch gelernt. Wir haben auch viel Hufeisen selber, nicht bloß angepasst, sondern Hufeisen auch geschmiedet. Ich sag mal, ja, richtig mit einem Lufthammer vorgeschmiedet und dann. Wir haben am Tag bis zu 20 Pferde beschlagen, kann man so in den 70er, 80er Jahren. Ja. Wir haben ja noch Speditionen gehabt, die bis 1990 in Terminal Milch ausgefahren haben, mit Pferd und Wagen. Zwei Speditionen, wenn man lacht, das ist wirklich so. Die haben jeden Morgen ihre Tour gemacht, die Betriebe, die Kindergärten abgefahren, haben die Milch ausgefahren und dann haben wir da auf der Rücktour die leeren Kästen wieder zurück. Wir hatten ja in Terminal eine eigene Molkerei auch. Aber das ist mal alles vorbei. Molkereien sind weit weg. Die Milch wird hunderte Kilometer gefahren. Bei der Abfahrt aus Tangermünde hat Anne-Karin ein Problem mit ihrer Kette. Da muss der Mann her, der jede Schraube am Rad im Schlaf kennt. Was hätte passieren können, Anne-Karin, wenn du so weitergefahren wärst? Und dann wäre sie abgesprungen. Dann hätten wir Schwierigkeiten gehabt, sie wieder aufzusetzen. Mhm. So, das ist die letzte Schraube, die der Narbe. Die muss gar nicht so fest, aber fest genug, dass wir sie nicht verlieren. Ja, doch, das sieht wirklich gut aus jetzt. Dankeschön. Die vier haben heute 80 Kilometer vor sich. Es ist Mittag geworden und der Abschied von Tangermünde fällt nicht leicht. Die drei Jüngeren radeln auf guten Markenrädern. Helge dagegen ist auf seinem leichten Tourenrad zu bewundern, findet Anne-Karin. An der Elbe kommt es zu einer besonderen Begegnung. Vor dem Jawort müssen Braut und Bräutigam die Elbe überqueren und sich den Segen des Flusses abholen. Ein alter Brauch. Radfahrer mit absteigen und schieben! Es hat angefangen zu regnen. Das zweite Mal auf dieser Tour. Die Frisur sitzt nicht. Ich habe nicht Freiwettertopf benutzt. Weiden, Schilf und Feuchtwiesen. Zwischen Tangermünde und Magdeburg bekommen die Radfahrer die Elbe nur selten zu sehen. Als die Grenzzäune fielen, verlängerte man den Mittellandkanal, führte ihn über die Elbe und verband ihn mit dem Elbe-Havel-Kanal. Seit 2003 zählt das Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg zu den großen Ingenieursleistungen im Land. Das Wahrzeichen der Stadt Magdeburg. Der Dom ist der erste gotische Kathedralbau nach französischem Vorbild auf deutschem Boden. Nach 300 Jahren Bauzeit wurde er 1520 fertig. Nur wenig überstand den Zweiten Weltkrieg. Die Wende ließ der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt keine Pause beim Wiederaufbau zu. Und keine Schranken, was die Architektur anging. Friedensreich Hundertwasser kam gerade recht mit seiner Idee, in der Stadtmitte ein Wohnhaus nach seiner Philosophie zu bauen. Er war der Meinung, wenn der Mensch ein Gebäude baut, nimmt er der Natur Fläche zum Wachsen weg. Diese Fläche muss der Mensch der Natur auf den Dächern als Wiedergutmachung zurückgeben. Das heißt, wir haben dort oben keinen englischen Rasen, keinen Landschaftsgarten, keinen Acker. Es sollen wirklich Wildwiesen, Schmetterlingswiesen, Wildkräuter sein. Der typisch Deutsche würde vielleicht sagen Unkraut. Gebaut wie eine Stadt im Grünen. 55 Wohnungen umfasst das Haus. Läden, Büros, Praxen, Cafés. Sie wohnen ja hier herrlich. Die Wohnung ist relativ schön und individuell. Und man ist mitten in der Stadt und hat trotzdem eine solche Umgebung. Das ist wunderbar. Hundertwasser will die Fröhlichkeit in die Räume holen. Überraschen. Rechte Winkel sind rar, genauso wie lotrecht verlaufende Säulen. Am Anfang des Projekts stand einmal die Zeichnung eines Magdeburger Kindes, das damit zu seinem Großvater lief. Opa, wenn du solche Gebäude hättest, würden die Kinder gerne bei dir wohnen und spielen. Das hat natürlich bei den Opa einen Eindruck hinterlassen. Daraufhin hat er halt angefragt, ob Hundertwasser dieses Projekt übernehmen wollen würde.
Nach ein paar Monaten kam meine Antwort, ja, wir machen etwas. Sie müssen sich vorstellen, hier stand vorher diese Platte. Eine der ersten Platten der DDR-Zeit. Nichts Besonderes. Wollte man es umgestalten, hat man sich dann aber gegen entschieden und einen Neubau gemacht. Friedensreich Hundertwasser nannte sein Haus Oase für Menschlichkeit und für die Natur in einem Meer von rationellen Häusern. Er starb im Jahr 2000 und erlebte die Fertigstellung seines Hauses nicht mehr. Kraft tanken für die nächste Etappe. Und wenn es ein Eisbecher ist. Die Strecke bis zur Lutherstadt Wittenberg hat es in sich. Mit über 100 Kilometern. Der Weg beginnt sandig. Thorsten hat sein Navi programmiert. Anne-Karins Kette hält. Das Wetter ist gut. Ein Pirol begleitet die Radfahrer zur nächsten Fähre. Wie viele waren es bereits? 5? 6? Der Elbe ist das egal. Angekommen im kleinen Städtchen Aachen. Nach 7 Tagen gemeinsamer Reise haben die 4 ein Gefühl für den anderen entwickelt. Zum Beispiel wissen wir inzwischen, dass Helge gerne Buttermilch trinkt. Wir bringen ihm inzwischen schon Buttermilch mit. Helge ist stark. Helge ist sehr kommunikativ. Und wenn wir deshalb Hilfe brauchen, dann findet Helge ganz schnell jemanden, der uns hilft. Die Triathlon-Athleten, ne? Die beiden, wenn die einen Berg sehen, dann packt es die, dann müssen sie da hochspurten. Ne? Helge ist so ein wenig der Papa Wernefahrt. Ich weiß inzwischen auch, dass Anna gerne Ruhe beim Frühstück hat morgens, also stellt man sich auch darauf ein. Und Thorsten fährt gerne nach Navi, finde ich aber auch ganz angenehm, da muss ich nicht ständig auf die Karte gucken. Also in der Tat hat jeder so seine. Das alles im dritten Teil von Abenteuer Elbe mit dem Fahrrad von Hamburg nach Dresden